In Kapitel 6.1.2 Umweltaspekte geht es darum, dass Sie als Unternehmen Ihre wesentlichen, bedeutenden Umweltaspekte festlegen und mit ihnen arbeiten. Das ist ein ganz wichtiges Kapitel im Rahmen der Norm ISO 14001, da es die Ausgangssituation darstellt, mit der Sie im Prinzip die Umwelt beeinflussen können im Rahmen Ihrer Tätigkeiten und Ihrer Produkte, die Sie erstellen über den entsprechenden gesamten Lebensweg. In der Norm heißt es ganz konkret, innerhalb des festgelegten Anwendungsbereiches des Umweltmanagementsystems muss die Organisation die Umweltaspekte ihrer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen bestimmen, die sie steuern kann und die, auf die sie Einfluss nehmen kann, sowie die mit ihnen verbundenen Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung des Lebenswegs. Das bedeutet im Klartext, Sie sind dazu verpflichtet, eine Übersicht beispielsweise zu erstellen, in der Umweltaspekte aufgelistet sind, die in unmittelbarer Verbindung zu Ihren Tätigkeiten und Ihren Produkten stehen. Das hört sich sehr formell an, sehr nach Normsprache an, aber im Klartext bedeutet das im Prinzip, dass Sie sich Gedanken darüber machen müssen, welche Umweltaspekte wirken eigentlich im Rahmen meiner Tätigkeiten. Die ersten Gedanken, die einem dazu in den Sinn kommen, sind ganz klassische standortspezifische Umweltaspekte, beispielsweise der Stromverbrauch, der Energieverbrauch, der Ölverbrauch, beispielsweise der Gasverbrauch, diverse Dinge, die an standortspezifische Dinge geknüpft sind. Vielleicht kommt noch ein Papierverbrauch dazu, ein Wasserverbrauch und dann geht vielen Leuten einfach die Puste aus, ne, was für Umweltaspekte im Prinzip noch im Rahmen der Tätigkeiten stehen. Stellen Sie sich vor, wenn Sie Produkte herstellen, beispielsweise im Rahmen von Fertigungstätigkeiten, dass Sie dann CNC-Maschinen in Ihren Fertigungshallen beispielsweise haben, dann können diverse andere produktspezifische Umweltaspekte im Spiel sein. Beispielsweise kann es sein, dass Ihre Konstruktionsabteilung extrem ressourcenschonende Konstruktionen und Teile designt, die dann entsprechend gefertigt werden können beispielsweise. Ne? Das ist auch ein Umweltaspekt, der jedoch mehr produktspezifisch ist, aber den es natürlich auch gilt zu beachten. Und so sind Sie in diesem Zusammenhang verpflichtet, eine Übersicht zu erstellen beispielsweise oder zu bestimmen, was für Umweltaspekte in Ihrem Unternehmen herrschen. Ich habe Ihnen diesbezüglich einen Vorschlag, ein Dokument auch zur Seite gestellt, die Sie als Ausgangsgrundlage dazu nehmen können, zu gucken, ob eventuell Umweltaspekte, die bereits auf der Liste drauf sind, wie zum Beispiel diverse Stromverbräuche oder Energieverbräuche, Gasverbräuche, noch erweitert werden können durch Ihre individuellen Umweltaspekte, die Sie für Ihr Unternehmen bestimmen und bestimmt haben. In der Norm heißt es dann weiter, bei der Bestimmung von Umweltaspekten muss die Organisation folgendem Rechnung tragen. Ein Unterpunkt A sagt, Änderungen einschließlich geplanter oder neuer Entwicklungen und neuer oder veränderter Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen. Dieser Bereich zielt darauf hin, dass Sie im Prinzip, nachdem Sie einmalig Ihre Umweltaspekte-Liste beispielsweise erstellt haben, nicht damit aufhören, diese zu pflegen. Das heißt, wenn sich dann Änderungen ergeben, jeglicher Art, im Rahmen Ihrer Infrastruktur zum Beispiel oder im Rahmen Ihrer Technologien oder Produkte, dass diese ebenso es bis in die Umweltaspekteliste schaffen. Die Norm möchte hier einfach sicherstellen, dass diese Umweltaspekteliste kein totes Dokument ist. Im Unterpunkt B heißt es weiter, dass die bei der Bestimmung von Umweltaspekten die Organisation folgendem Rechnung tragen muss, nicht bestimmungsgemäßen Zuständen und vernünftigerweise vorhersehbaren Notfallsituationen. Das bedeutet, dass im Prinzip möglichst alle relevanten Umweltaspekte aufgelistet werden und entsprechend Wahrscheinlichkeiten rausgenommen sind, dass beispielsweise, wenn Sie ein holzverarbeitender Betrieb sind, eine entsprechende Brandlast im Spiel steht und die Entstehung eines Brandes als Umweltaspekt ist, beziehungsweise die entsprechende Brandbekämpfung oder Präventivmaßnahmen zur Entstehung von Bränden entsprechend auch in den Listen auftauchen und Sie solche Notfallsituationen ebenso in den Listen aufnehmen. Also das heißt, die Norm ist da sehr umfassend. Sie möchte von Ihnen im Prinzip alles wissen, an welchen Rädern und Schrauben Sie drehen können als Unternehmen, um gewisse Umweltauswirkungen zu verringern. Des Weiteren
heißt es in der Norm, die Organisation muss unter Verwendung festgelegter Kriterien diejenigen Aspekte, die eine bedeutende Umweltauswirkung haben oder haben können, das heißt bedeutende Umweltaspekte bestimmen. Das bedeutet, es reicht nicht aus, einfach alle Umweltaspekte aufzulisten, sondern Sie müssen sich natürlich auch Gedanken machen, welche wichtiger sind, sozusagen bedeutende Umweltaspekte sind, welche eventuell in einer zweiten oder dritten Reihe stehen. Das bedeutet bei dem vorhergehenden Beispiel mit dem holzverarbeitenden Betrieb, dass beispielsweise ein Papierverbrauch durchaus relevant sein kann für die Umwelt und die Tätigkeiten des Unternehmens, auf die Umwelt einzuwirken. Aber das ist natürlich Brandbekämpfungs- oder Vorbeugemaßnahmen eventuell höher gewichtet sind. Dahinter steckt im Prinzip eine Bewertungsmatrix, in welcher Form auch immer, anhand der Sie im Prinzip mit festgelegten Kriterien sagen, welche Umweltaspekt jetzt wichtiger ist und welcher eventuell eher unwichtig ist, tendenziell eher unwichtig ist. Aber auch dazu können Sie ja in dem Dokument mal nachgucken, wie der Vorschlag oder mein Vorschlag ist, im Prinzip so eine Bewertung vorzunehmen. Genau. Als weiteren Punkt will die Norm von Ihnen, dass Ihre Organisation dokumentierte Informationen über folgende Themen aufrechterhalten muss. Ihre Umweltaspekte und damit verbundenen Umweltauswirkungen, das heißt, wenn Sie jetzt den Weg gehen, im Prinzip eine Liste zu erstellen, in dessen Rahmen Umweltaspekte sind, die bedeutenden Umweltaspekte entsprechend hervorgehoben sind, dann ist eine Dokumentation bereits geschehen, eine dokumentierte Information entsprechend erstellt und Sie brauchen sich über diesen Punkt keine weiteren Gedanken zu machen. Aber hier an dieser Stelle taucht auch der Punkt auf, dass gewisse Umweltauswirkungen auch mit betrachtet werden müssen. Das heißt, die Umweltaspekteliste beinhaltet neben den zuvor gegangenen Punkten ebenso eine Auswirkung, die an einen Umweltaspekt entsprechend geknöpft ist, beispielsweise eine Brandsituation als Umweltauswirkung. Genau, und weiterhin will sie Kriterien, die zur Bestimmung ihrer bedeutenden Umweltaspekte verwendet wurden. Das heißt, auch wieder hier eine leichte Doppelung im Prinzip, um sicherzustellen, dass das auch stattfindet. Und zwar, dass ihre Kriterien auch ebenso nicht einfach so aus der Luft gegriffen sind, sondern dass diese entsprechend auch erklärt worden sind. Eine Legende beispielsweise existiert, anhand der sie die Bedeutung ihrer bestimmten Umweltaspekte festlegen. Genau, und nicht zuletzt dann die bedeutenden Umweltaspekte an sich. Also das heißt, im Grunde genommen sagt dieses Kapitel 6.1.2 oder will dieses Kapitel 6.1.2 von Ihnen eine Liste haben, die Umweltaspekte-Liste, die neben gewissen Thematiken, wie zum Beispiel jetzt die Kriterien, die zur Bestimmung von bedeutenden Aspekten diverse Dinge enthält, wie zum Beispiel die Umweltauswirkungen dieser und entsprechend auch vielleicht Risiken und Maßnahmen bereithält, diese Umweltaspekte entsprechend weiter zu verbessern. Also das heißt, Sie erhalten von mir eine Liste, einen Vorschlag, eine allgemein gehaltene Liste mit diversen Umweltaspekten und Sie können diese als Grundlage dafür nehmen, um zu prüfen, ob diese Liste auf Sie anwendbar ist. Wahrscheinlich in einigen Punkten ja, in einigen Punkten vielleicht nein. Und für den Fall, dass einfach gewisse Umweltaspekte für Sie und Ihren Betrieb nicht zutreffen, können Sie die einfach rausschmeißen und andere von Ihnen ermittelte Umweltaspekte mit reinnehmen und sind so dann auf dieser sicheren Seite, wenn es in die Audit-Situation geht.